Heute bewerte ich das Blue Ocean PvP Pack und das Ganze hat der Markus irgendwie so gemacht oder auch Rasenmäher auf Twitter. Wir haben hier ein wunderbares Profilbild, aber was mich so richtig gestört hat, wie ich PvP damit gespielt habe, sind diese, ja, Join-Dinger. Man sieht schon, ich müsste eigentlich jetzt joinen, aber nee, es geht nicht. Es ist irgendwie komplett verbuggt. Wenn ich auf dem Pfeil bin, dann bin ich eigentlich auf dem Join-Symbol. Das muss man ändern und das finde ich auch ein bisschen komisch, dass man das nicht vorher schon bemerkt hat. Bei diesem Pack hatte die Blöcke nichts selbst gemacht, aber eine Menge Items. Und damit werden wir jetzt auch anfangen und hier auch eben ein wunderbarer Sky und das hier ist jetzt der Nachthimmel. Und so sieht dann der Tageshimmel aus, das kommt mir alles sehr bekannt vor, aber ist halt cool, dass er das hier dabei hat. Und jetzt fangen wir eben mit den Items an und ich meine, dass er die Schwerter komplett selbst erstellt hat. Auf seinem Twitter-Account Rasenmäher postet er oft irgendwelche Schwerter, die er selbst zeichnet und davon gehe ich aus, dass das hier auch selbst gemacht worden ist oder zumindest eben von einem anderen Pack dann noch bearbeitet worden ist. Aber ich muss sagen, dass dieses Schwert richtig gut aussieht. Was eher negativ ist, dass der Rahmen oft eben, ja, wie soll ich sagen, der Rahmen ist halt extrem dick erstmal und eben an manchen Stellen dicker und dann wieder dünner. Und das mag womöglich so ein Stilmittel sein, aber irgendwie wirkt das auf mich ein bisschen komisch. Aber im Großen und Ganzen, damit kann man spielen. Das ist klar, das ist echt ein gutes Schwert. Von einem guten Bogen können wir auch sprechen, den hat er auch selbst erstellt, das hat er auch auf Twitter damals gepostet, also da könnt ihr mal folgen, der macht oft ein paar Schwerter und die sehen auch wirklich richtig gut aus. Und so ist eben der Bogen sehr modern und passt eben überhaupt nicht zu den normalen Werkzeugen, denn da hat er die Default-Werkzeuge genommen, also nicht die Default, die Fateful-Werkzeuge. Also wenn er irgendwas nicht selbst gemacht hat, dann ist es Fateful. Und ich zeige jetzt eben nur die ja, verändert worden sind und nicht fateful sind. Und hier haben wir auch eine Angel und die sind alle im selben Stil natürlich und da kann man wirklich von einer PvP-Angel sprechen. Den Haken kennen wir irgendwoher und daraus lässt sich auch schließen, dass die Items, die Partikel genauso von demselben Pack sind wie der Angelhook. Damit ich gleich Klartext spreche, also das hier sind die Partikel und die sind sehr bekannt. Also die verwendet so gut wie jedes PvP-Pack, eigentlich jeder zweite, dann eben das hier und auch diese Plusse. Also das ist sehr bekannt, nichts Neues, aber wir haben dann eben hier noch ein Feuerzeug. Ich bin der Meinung, ja genau, also er hat auch einige Pixelunterschiede, also die Rüstung ist jetzt weitaus weniger auflösend, aber sieht gut aus. Er hat auch irgendwie so ein Zweier, also so einen inneren Schatten noch gemacht. Ja, und ein paar Glänzsachen, also technisch auf jeden Fall gut. Und eben hier auch noch die Rüstung, die man dann aufsetzt. Ob er das hier selbst gemacht hat, weiß ich nicht, aber es passt eben zu dem Stil, den er immer verwendet. Also könnte das gut auch so sein. Leder und so ist nicht verändert. Also das Pack ist nicht vollständig, muss man sagen. Aber er hat auch dazu geschrieben, dass das Pack eben für Hardcore und für Hunger Games eben gedacht ist. Hunger Games heißt ja jetzt nicht mehr, einfach Hardcore Games und Ultra Hardcore, genau so. Ja, natürlich wunderbare Äpfel, auch die Enchantment-Animation. Das Fleisch kommt mir irgendwie bekannt vor, ist aber so ganz gut gewählt, also passt dazu, auch zu den Äpfeln eben. Und die Eimer, ja, haben echt eine komische Form, aber ist auch gut. Also die Farbverläufe, die er einsetzt, sind vielleicht nicht so optimal, weil es echt ein bisschen sehr dunkel wird hier rechts. Das hätte er vielleicht noch heller machen können. Aber das sind alles Feinheiten und dann eben die ganzen Rohstoffe und die sind echt gut. Also die sind nicht praktisch von der Form perfekt und das ist eben das, ja, die Sahne auf dem Kuchen, dass eben förmlich das nicht perfekt ist und somit der Diamant nicht geschliffen aussieht. Beispiel ist mein Pack, das ist ein geschliffener Diamant. Finde ich ziemlich gut auch eben der Eisenbarren, der ja eben nicht ein perfekter Quader ist, sondern eben förmlich ein bisschen schief, wenn man das so sagen kann. Auch die Enderperle, das hat er auch auf Twitter gepostet, also da bin ich mir auch sicher, dass er das selbst gemacht hat. Ziemlich cool ist zwar einfach so ein Wirbeleffekt, der ist wahrscheinlich ziemlich einfach, kann ich mir vorstellen, aber sieht schon ziemlich cool aus. Ja, und Pilze sind hier noch geändert. Keine Ahnung, wo er die her hat, aber das sind eben keine keine Fateful Items, deswegen habe ich das noch dazu genommen. Ja, das GUI ist wieder klassisch, einfach durchsichtig und grau und ja, eher hellgrau und nicht weiß. Und das hat er eben überall gemacht, bis auf hier. Das hat er wahrscheinlich aus einem anderen Pack. Das ganze Pack ist für UHC ausgelegt worden und somit auch die Erze. Also die sind sehr gut erkennbar. Und diesmal auch nicht nur einfach so ein Rahmen um das Erz, sondern einfach es ist einfach der Rahmen das Erz. Und das Ganze zweimal ist eine gute Idee. Habe ich so noch nie gesehen. Finde ich richtig gut. Und auch eine kleine Animation. Und das Ganze beim Diamanterz ebenfalls. Diamanterz ebenfalls, genau. Und dann eben die Blöcke noch dazu. Und die sehen dann ziemlich gleich aus.
Das Redstone hat einen kleinen Unterschied, aber so im Großen und Ganzen ziemlich stark. Ob das jetzt hier Fateful ist oder von diesem normalen Pack, das er für die Blöcke verwendet hat, weiß ich jetzt nicht. Aber hier ein paar Blöcke rausgenommen. Also es sehen einige Texturen eben Fateful-mäßig aus. Vielleicht etwas verändertes Fateful. Also es, ich weiß nicht, woher er das her hat. Aber die Blöcke sehen gut aus. Also es passt dazu. Da kann man nichts dagegen aussagen. Das sind einfach perfekte Texturen. Wir haben hier wieder einen dunklen Stein. Es passt alles eigentlich. Und dann haben wir eben hier so Fateful Items. Also solche Blöcke kommen mir bekannt vor aus dem Fateful eben. Und dann gibt es eben Blöcke, die dann komplett anders aussehen. Ich sage jetzt mal Erde oder eben ja, den Baumstamm zum Beispiel oder das TNT. Also da hat er eine Mischung reingetan. Ich finde es halt gut, dass er die Items komplett selber macht. Und da könnt ihr vielleicht mal auf seinem Twitter-Account nachsehen, um noch ein paar mehr Items oder noch einen größeren Eindruck von ihm zu bekommen. Aber jetzt zu meiner Bewertung. Also das PvP-Pack ist definitiv ein PvP-Pack. Kann man dazu sagen, Genre-Wertung 8 von 10 Punkten. In der Gesamtwertung werde ich was abziehen. Und zwar gebe ich da, einfach um es rauszuhauen, 6 von 10 Punkten. Denn die Gesamtwertung betrifft natürlich, dass man eben solche Schwerter hat und dann eben hier Fateful Items. Dasselbe bei den Blöcken, da haben wir dann irgendwie ja komplett andere Blöcke und dann einfach den Stil von Fateful. Ich weiß nicht, wie es bei Gebäuden aussehen wird, aber das sind so die Gründe, warum ich hier nur 6 von 10 Punkte gebe. Aber die Hauptaussage ist eben das PvP-Pack, 8 von 10 Punkte in der Genre-Wertung. Und wenn ihr das bewerten wollt, dann könnt ihr das natürlich ebenfalls machen. Hilft bestimmt den Ersteller weiter. Das könnt ihr zum Beispiel mit Schulnoten machen, von 1+ bis 6-. Wenn ihr ein Pack habt, das ihr selbst erstellt habt und das ich bewerten soll, dann schickt es mir. In der Beschreibung ist der Link zum Formular. Lasst noch einen Daumen da und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.